willkommen in der Heimat, Matze. Wobei, die ganz neue Heimat, Europaparkstadion, kennst du noch gar nicht so. Was ist dein erster Eindruck? Wir haben extra das Flutlicht für dich angemacht. Ja, ich war hier mal gegen Frankfurt als Zuschauer. Ja, ist natürlich ein super Stadion. Das alte war natürlich auch super, aber man kennt natürlich die Hintergründe, warum es dann zum neuen Stadionbau kam. Ja, ich freue mich einfach riesig, hier zu sein. Ist unglaublich für mich persönlich auch wieder hier zu sein. Und ja, ich habe einfach eine mega, mega Vorfreude. So ähnlich ging es mir auch, als ich erfahren habe, da bahnt sich ein Transfer an, da war ich erstmal baff. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Entwicklung der letzten Tage und warum hast du dich hier für eine Rückkehr zum Sportclub entschieden? Ja, ich habe mir die letzten Wochen, Monate eigentlich schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht, habe mir vieles angehört in Deutschland, im Ausland und ehrlicherweise hatte ich einfach bei Freiburg von Anfang an ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es hat einfach alles gepasst. Also ich wollte einfach nochmal was Besonderes machen in meiner Karriere. Und wenn man ehrlich ist, so spezieller als hier einfach nochmal zurückzukommen, ging es einfach nicht. Also diese Kombination aus dem Sportlichen, aus dem natürlich auch dem gewohnten Umfeld, dem Heimatgefühl, gerade in den Zeiten ist es natürlich ja, für mich absoluter Glücksfall, dann, dass man dann hierher dann wieder zurückkommen kann. Deswegen habe ich mich dann auch voller Überzeugung für den SC Freiburg entschieden. Es ist ein bisschen was passiert in den letzten 8 Jahren. Also du bist in der Zwischenzeit Weltmeister geworden und auch der Sportclub hat eine Entwicklung genommen. Wie hast du das aus der Distanz oder Halbdistanz wahrgenommen, wie sich der SC entwickelt hat in den letzten Jahren? Ja, super. Also ich habe natürlich den SC sehr intensiv verfolgt, habe natürlich, wenn es ging, alle Spiele angeschaut. Das ist natürlich auch Wahnsinn, jetzt nicht nur wegen dem Stadion, sondern generell, wie man sich in den letzten Jahren sportlich auch entwickelt hat, ja, ist wirklich bemerkenswert und ich hoffe natürlich, dass ich da auch die nächsten Jahre weiterhelfen kann bei der Entwicklung. In so einem kurzen Willkommensinterview fragt man ganz gerne nach den Zielen. Was hast du dir vorgenommen, persönlich und mit der Mannschaft hier? Ja, persönlich einfach gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ich mich schon als Mannschaftsspieler sehe und auch gerne als Mannschaftsspieler bezeichnen würde. Deswegen versuche ich einfach, meinen Teil dazu beizutragen, dass der Verein, die Mannschaft mit allen Mitarbeitern den Weg weitergehen kann. Ich will da natürlich weiter unterstützen, will da weiter anpacken, dass es mit dem Verein weiter so bergauf geht und ja, dann hoffentlich werden wir dann viel Freude haben. Wird es so eine richtige Heimkehr im Sommer? Suchst du dir eine Wohnung in der March oder guckst dann doch, dass du in Freiburg was findest? Ja, ist ja bekanntlich in Freiburg nicht so ganz einfach, deswegen bin ich schon mit meiner Frau natürlich am Suchen seit ein paar Tagen und Wochen und haben jetzt noch nichts gefunden, aber ich bin eigentlich optimistisch, dass es ab Sommer auf jeden Fall was geben wird. Viel Erfolg bei der Wohnungssuche und wir freuen uns auf die Zeit mit dir ab nächster Saison. Merci.